Ja, Freunde, was soll ich sagen? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer weiteren geilen Scheiße hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur Demo von Test Drive Unlimited Solar Crown. Ein Spiel, wo ich sehr, sehr gehypt drauf bin, muss ich sagen. Test Drive Unlimited 2 zählt heute nach wie vor zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe es geliebt, ich habe es gesuchtet, ich habe es 10-mal oder noch mehr durchgespielt. Es war wirklich das Game. Und deswegen bin ich natürlich sehr gehypt hier auf diese Demo, die wir jetzt erstmalig spielen dürfen von dem neuen Test Drive Unlimited Solar Crown. Das Spiel kommt im September raus, am 12. September ist es soweit. Und ja, der Entwickler dachte sich so, komm, jetzt lassen wir die Leute trotzdem mal ran, lassen wir mal gucken, wie das Spiel schon mal ist und so weiter, ab zur Demo und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Willkommen zur Demo, wir freuen uns, dich zu einer ersten Testfahrt in unserem Spiel begrüßen zu dürfen. Test Drive Unlimited Solar Crown ist ein Fahrspiel in einer eine Lifestyle-Erfahrung, bei der du die schönsten Autos der Welt fahren kannst. Diese Demo-Version beginnt nach der Auswahlphase des Solar Crown-Wettbewerbs. Wähle dein erstes Auto und genieße die ersten 15 Stufen deines Abenteuers auf Hongkong Island. Du erhältst einen zufällig erstellten Avatar, den du im Solar Hotel nach deinen Vorstellungen anpassen kannst. Nach ersten Fortschritten im Solar Crown werden dich die Clans kontaktieren. Entscheide dich für die Streets oder die Sharps und tritt dann gegen ihre ersten Herausforderer an. Erkunde Hongkong Island alleine oder mit Freunden und reise durch wunderschöne, vielfältige Landschaften, um einzigartige Herausforderungen und andere überraschende Dinge zu entdecken. Ich stelle jetzt vor, um zu den Ersten zu gehören, die das Abenteuer erleben, wenn das Spiel erscheint, und genieße exklusive Bonusinhalte. Vielen Dank, dass du die Demo gespielt hast. Viel Spaß beim Fahren. Ja, Hinweis, das Spiel befindet sich noch in Entwicklung. Daher kann es noch zu technischen Problemen kommen. Server, Optimierung. Wir bitten, mögliche Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Unten links steht auch ganz klein zumindest, frühe Demo-Version nicht repräsentativ für das Endprodukt. Das heißt, wir werden jetzt auch über mögliche, noch nicht fertiggestellte Grafiken oder irgendwas. Ja. Ah, das ist natürlich klasse. Ja, da bin ich natürlich jetzt nicht der Einzige, der Bock hat hier zu zocken. Ja, das kann jetzt dauern, glaube ich. Okay, es geht schon ein wenig runter, aber ich muss jetzt 330 Plätze warten, bis ich rein darf. Ich glaube, das erspare ich euch. Aber ganz kurz mal über das Game zu reden, also es ist schon... Ja, ich habe schon gehört, dass es nicht ganz so rund laufen soll, dass es grafisch jetzt auch nicht so der beste Stand ist. War TDU 2 zu seiner Zeit auch nicht, wo ich mir dann denke, ja, da werde ich auf jeden Fall drüber hinwegblicken, wenn halt das Game geil ist. Leider habe ich schon von so ein paar Features gehört, die der Vorgänger eben hatte, die hier nicht mehr drin sind, wo ich hoffe, dass sie noch kommen. Da würde ich sagen, reden wir dann aber im Spiel drüber. Ich darf jetzt hier wahrscheinlich aber erstmal ein wenig warten. Dementsprechend würde ich sagen, pausiere ich jetzt hier einfach mal die Aufnahme an der Stelle und dann sehen wir uns direkt im Game wieder. Bis gleich. So, sieht doch schon besser aus hier. Das ist ja wunderbar. HDR gibt's, können wir nicht machen. Gut, ich lasse erstmal alles auf Standard, würde ich sagen. Multimedia-Produkt-Nutzer-Lizenz. Wir verkaufen gerne unsere Seele. Du kannst dein MyNaken-Konto nur mit einem einzigen Steam-Konto verknüpfen. Ist das jetzt hier Zwang? Scheinbar schon. Finde ich nicht so geil, aber ich pause hier nochmal ganz kurz und gebe mal kurz hier alles ein. Ja, hat wohl geklappt. Ich habe jetzt zwar gar kein Passwort festgelegt, aber
Habe ich jetzt hier eine E-Mail bekommen. Das finde ich jetzt alles schon mal nicht ganz so geil, muss ich sagen, weil, ernsthaft, ein Kontozwang für ein Game muss nicht sein. Egal, wir sind drin. Schön. Gehen wir mal kurz in die Optionen rein. Hier metrisch natürlich, Celsius, 24-Stunden-Uhr, GPS-Hinweise mit Sprachausgabe, Häufigkeit, okay. Ja, die Steuerung ist Controller. Ich habe hier meinen Xbox-Controller am Start. Okay, man kann die Kamera so ein bisschen anpassen. Das ist ja schon mal cool. Sichtfeld, Blickempfindlichkeit. Hab schon mir sagen lassen, die Kamera ist ziemlich steif, aber auch wieder. Tachometer, ja. Der Frame ist wieder da, das ist auch schön. So, wir gucken jetzt aber, wir sind erstmal im rahmenlosen Vollbild, das ist schon mal gut. Er hat mir jetzt hier die, aber eine falsche Auflösung eingestellt. Das muss ich ja jetzt auch schon mal eigentlich nicht haben. Ich weiß nicht, in der Regel habe ich mit Vollbildanwendung immer Probleme. Ich stelle es mal ganz kurz ein. Ich mache nochmal Pause, Freunde, sorry. So, Digga, eine ganze Ecke später. Als ich das Spiel natürlich mal wieder in den Vollbildmodus gemacht habe, ist mein Rechner wieder abgeschmiert. Danke Microsoft an der Stelle nochmal für diese geile Scheiße, dass man im Vollbildmodus keine Anwendungen mehr starten kann. Einfach klasse, egal, wir sind zurück und jetzt hoffe ich, dass ich nicht wieder, ich muss das Spiel neu starten, jetzt den Rechner komplett neu, irgendwie alles weg. Ja, eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr. Egal, jetzt gehen wir nicht rein, ich habe es jetzt im Vollbild, Fenstermodus, habe jetzt erstmal alle Grafik auf Maximum gestellt, 4K und DLSS aber auf Qualität zumindest. Ich habe jetzt den Streamer-Modus auch vorsichtshalber mal angemacht. Das heißt, die Musik ist jetzt stumm geschaltet. Ist halt blöd, ist halt ein bisschen schade, aber kann ich jetzt halt nichts machen. Nicht das da. Good. Perfect timing. What do you think of the dealership? As part of the competition, we have made many places like this one available across the island. We want to ensure our participants have access to the best cars possible. However, you won't be able to drive some of these cars until you've gained enough reputation. The organization has the means to match its ambitions. And as it happens, here are the first three cars available to start the competition. Take your pick. The Solar Crown would like to credit your account with your first Solar Coins. As for me, I must leave you for the time being, but I imagine we'll have the pleasure of speaking again. In the meantime, you can now compete against other members of the Solar Crown. Good luck! Okay, wir können frei rumlaufen erstmal. Sieht ja erstmal soweit relativ flüssig aus. Lassen wir es erstmal so. Wir haben 150.000 Coins, wir haben hier den Ford Mustang GT von 2018. Mich auf die Zehenspitze stellen? Kann ich irgendwie schneller laufen? Ah ja. Ja, das ist natürlich das, was Test Drive auch ausmacht. Wir haben hier noch Nissan 370Z und der dritte war ein Alpine, glaube ich. Okay, das Schild dreht sich auch noch nicht mit. Das müsste sich vielleicht auch noch ändern. Ja, ein bisschen Grafik war noch ein bisschen nicht 100% perfekt. Da flackert es noch so ein bisschen. Die Personen weiß ich jetzt noch nicht. Die sahen jetzt auch noch nicht so bombastisch aus. Vielleicht ändert sich da noch was dran, vielleicht auch nicht. Gut, das wäre jetzt auch nicht das, was man beim Autorennspiel unbedingt braucht, aber... Ja. So, komm, ich will jetzt den Mustang haben. If you're not sure which car to choose, try it out first. That's what the test drive is for. Ja, das ist natürlich richtig. Man kann jetzt erstmal eine schöne Testfahrt machen. Komm, gehen wir mal direkt rein. Ich will fahren. Können wir gleich mal gucken, ob es jetzt überhaupt flüssig läuft oder ob ich mir gleich eine Diashow entgegenkommt. Hoffe ich natürlich, dass sich da an der Performance dann noch was tut. Jetzt gibt es natürlich auch noch keinen Grafiktreiber für das Game richtig optimiert von Nvidia auch und so. Ja, ohne Treiber ist es natürlich dann auch immer ein bisschen blöd, wenn der Treiber dafür nicht optimiert ist, aber... So. Ja, es ist aber, es ist okay. So.
Okay, unten ist Fotomodus. Ich will die Kamera ändern. Aha. Ja. Toll. Erstmal reinkommen hier. Oh, ist das schön. Ich glaube, man muss sich echt dran gewöhnen. Ah, ist ja geil. Das fühlt sich echt gut schnell an, ne? 250 und da denkst du dir schon so, oh mein Gott, haben wir hier Speed drauf, ja? Au. Okay, Schaden scheint gerade noch aus zu sein. Ja, es läuft jetzt nicht butterweich gerade. Wie gesagt, über die Performance können wir jetzt auch nochmal hinwegblicken. Da ist erstmal alles entspannt, würde ich sagen. Da ist die Zeit auch schon abgelaufen, aber ich finde die Karre eigentlich ganz geil. Die werde ich jetzt erstmal nehmen für den Anfang und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. So. Okay, Farbe. Ui. Ungewöhnliche Farbe. Okay. Aber ganz ehrlich, schwarz. Okay. Uni, weiße Nähte, blaue Nähte. Das ist natürlich schon alles ganz cool, ne? Ich finde das hier eigentlich ganz schick. Machen wir mal. Willkommen beim Solar Crown. Das Solar Crown ist zurück. Dieses Mal wurde Hong Kong Island in einen riesigen Spielplatz für die vielversprechendsten Fahrer verwandelt. Verbessere deinen Ruf. Um beim Solar Crown ganz nach vorne zu kommen, musst du Aufmerksamkeit erregen. Dein Ruf ist es, der dich hier nach oben bringt. Vielleicht bis in den Solar Court. Zeig allen, wer du bist. Dazu musst du beweisen, dass du hinterm Lenkrad, was du hinterm Lenkrad auf dem Kasten hast. Du kannst an Rennen und Aktivitäten teilnehmen und Hongkong Islander Kunden. Im Solar Crown gibt es verschiedene Möglichkeiten, dich von der Masse abzuheben. Congratulations. Have fun with your brand new car. Okay. Ja, Hong Kong Island soll 1:1 nachgebaut sein. Maßstab wie bei Test Drive Unlimited üblich ist immer 1:1. This is when you fully enter the tournament. You can now take part in the first races of the Solar Crown. Your car is already eligible for the races. All you need to do is go to the starting locations. So, da haben wir jetzt auch zum ersten Mal die Karte. Schön Stadt da oben. Ich hoffe, unten ist auch nochmal so ein Stadtteil. In der Mitte dann viel Gelände und Überlandstrecken und so. Okay, viele Teile der Karte sind auch noch nicht verfügbar. Das kann man jetzt auch schon mal ganz gut sehen. Thank you, Alice. All the races are grouped together around meeting points, which makes it easier for you to meet other participants. Do well in these races to start making a name for yourself. I have updated my firmware. I have also connected you to my other users, if that's of interest to you. They have just finished the selection process. You can finally meet them.
Okay, Oh, okay. Karte finde ich ganz cool gemacht. Kann man rauszoomen. So, hier darf man noch nicht fahren. Aber man kann trotzdem schon mal sehen, da sind schon immer so ein paar Distrikte dabei. Ah ja, es gibt mehrere Distrikte, genau. Ich glaube, 9 von 15 waren ja, genau, waren ja hier spielbar. Ja, ist schon dick. Da müssen wir dann mal später gucken. So. Wir sind jetzt da. Hier haben wir Tankstellen, gibt es hier. Das ist ein Händler. Lamborghini. Okay. Ansonsten haben wir hier das Solar Hotel. Okay, Italian Cars. Auch ein Händler. Wo war denn jetzt aber hier? Wo war denn jetzt hier diese Geschichte? Das sind jetzt hier wahrscheinlich andere Spieler, die jetzt bei mir jetzt auch gerade stehen. Okay. Okay, das sind jetzt hier quasi schon die anderen Spieler. Mach auf dich aufmerksam, erreiche Berufsstufe 5. Das ist jetzt hier so unsere Aufgabe. Ach, hier ist zum Beispiel was. Okay. Das ist ein Rundkurs. Dann gehen wir doch da einfach mal hin. So, LB fürs Kreismenü. Geht noch nicht, muss ich wahrscheinlich starten. Erstmal, okay, das ist Menü, Profil. I have updated your access rights to the onboard equipment. You can now turn on your lights, lower your windows and choose a radio station. Ist ganz geil. So, hier haben wir Fahrhilfen. Gucken wir mal. Ideallinie will ich eigentlich gar nicht haben. Betriebehandschaltung, ganz wichtig. ABS machen wir nicht, Traktionskontrolle machen wir auch nicht. Gucken wir erstmal, wie schwer das ist. Autoabstimmung lässt sich hier noch ändern. Kaufe in Werkstätten Reifen und tausche sie aus. Optimale Leistung in jeder Situation. Wechsel von einem Fahrmodus in anderen. Das ist ja interessant. Und den Fahrstil anpassen. So dass du dein Auto nach den Vorstellungen anpassen kannst. Und das geht dann aber erst mit Ruhe. A-Modus, das ist ja interessant. Okay, ist umfangreich. Bin Ruf 3 scheinbar schon. Okay. Dann gucken wir mal. Runterschalten ist X, okay. Oh, das Kreismenü. Ah. Wie kann ich das wieder ausschalten? 200 meters. Turn right. Turn right. Then turn left. Ah ja. In 200 meters. Turn right. Was kann ich hier bei einer Tankstelle machen? Zum Säubern und Reparieren des Autos. Interessant. In 200 meters, make a U-turn. Will er denn, dass ich fahre hier? Turn left. Schön. So, ich würde sagen, in der Folge fahren wir jetzt noch dieses Event hier. So, halten zum Spielen.
Okay. Gucken wir mal. Die Steuerung ist auf jeden Fall noch gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt nicht perfekte FPS. Deswegen muss ich jetzt natürlich gucken. Gut, und jetzt ist es hier auch so, dass man die Rennen auch nicht... Das ist ja, habe ich auch schon gehört, das ist ein Always-Online-Spiel. Das heißt, man braucht hier... Man hat Online-Zwang leider. Und man kann auch die Rennen nicht alleine spielen. Beziehungsweise, naja, wenn sich halt keine finden, dann ja. Wird vielleicht auch noch angepasst, wenn jetzt entsprechend genug Leute hier sagen, jo, ist nicht so cool. Weil Test Drive Unlimited 2 und auch der erste Teil war ja genau dafür bekannt, dass du halt deine Offline-Story hast. Die es hier hoffentlich auch wieder gibt. Und, ja. Den Rest. Ne, dann kannst du in Online-Modus gehen, wenn du willst. Und kannst dann da mit anderen Spielern halt zusammenfahren. Das ist halt das, was den Vorgänger so ausgemacht hat. Und ich hoffe, dass wir das hier so ähnlich zumindest auch wieder haben. Okay. Ah, okay. Er hat mich jetzt gerade ins Rennen geladen, aber ich darf nicht fahren. Okay, gut. Natürlich. Natürlich jetzt nicht so schön. Aber wie gesagt, ist eine Demo-Version. Da dürfen wir jetzt leider nicht... da dürfen wir jetzt auch noch nicht zu viel erwarten. Der Entwickler hat ja auch schon gesagt, dass das größte Problem, was wir gerade noch haben, die Serverstabilität ist. Da arbeiten sie ja gerade auch noch dran. Deswegen haben sie den Release ja auch erst so spät angekündigt, weil sie da ja noch dran gearbeitet haben. Jetzt haben sie die Demo rausgebracht, weil es einigermaßen läuft, aber es ist halt eben noch nicht perfekt und dementsprechend ja, da nochmal ein paar Augen zudrücken. Das wird alles noch irgendwie optimiert und verbessert. Und dann haben wir hoffentlich zum fertigen Spiel haben wir hier hoffentlich ein sehr schönes Gesamtpaket. Jetzt gucken wir mal, ob wir in der Folge das Rennen noch durchkriegen. Oder ob er jetzt hier keinen Bock hat. Na komm. Täusch mich nicht. Ja, dann nicht. Dann habe ich heute kein Glück. Dann probieren wir einfach nächste Folge mal ein anderes Event oder irgend sowas, weil sonst macht es ja irgendwie gar keinen Sinn. Ja, das war jetzt erstmal die erste Folge von Solar Crown. Test 12 Unlimited Solar Crown. Das neue TDU. Noch nicht perfekt, aber wir gucken mal, ob wir da nächste Folge mehr Glück haben. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. We'll be right back.